Sie sind hier, viele Stars sind am Donnerstag dabei, wenn Roman Weidenfeller sich von seinen Fans verabschiedet. Sport 1 zeigt das Spiel live im Free-TV. Über ein Jahrzehnt war er die unumstrittene Nummer 1 bei Borussia Dortmund, holte mit dem BVB je 2 Meisterschaften und Pokalsiege und wurde mit dem DFB-Team zur Krönung seiner Karriere 2014 Weltmeister. Roman Weidenfeller hat sportlich alles erlebt und ging für seinen BVB, für den er von 2002 bis zu seinem Rückzug im Sommer 349 Spiele bestritt, stets voran. Bei seinem Abschiedsspiel am Freitag, 18.30 Uhr live im TV auf Sport 1 in Dortmund, bereiten dem 38-Jährigen zahlreiche einstige Wegbegleiter bei der Begegnung zwischen dem BVB Allstars und dem Team Romanen Fans eine letzte große Bühne. Ich freue mich unheimlich auf diesen Abend und den gesamten Tag. Das wird ein tolles Erlebnis, sagte Weidenfeller im Interview mit Sport 1. Zahlreiche Weltmeister bei Weidenfeller Abschied. Weidenfellers namhafteste Gäste sind seine Weltmeisterkollegen Lukas Podolski, Per Mertesacker, Christoph Kramer und Kevin Großkreutz. Darüber hinaus folgten fast 50 weitere prominente Ex-Profis und aktive Spieler der Einladung des populären Schlussmannes. Dazu zählen auch mehr als ein halbes Dutzend ehemaliger Borussenspieler aus Brasilien. Auch Michael Ballack, Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Márcio Amoroso und Jens Lehmann haben für die Partie zugesagt. İlkay Gündoğan, der mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, sendete nach dem 0:0 des DFB-Teams gegen Frankreich Grüße aus München. Roman ist ein überragender Typ. Ich habe sehr, sehr erfolgreiche Jahre mit ihm gehabt. Ich hoffe, dass er den Abschied bekommt, den er verdient hat. Er wird das genießen, so Gündoğan. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir das anzuschauen. Er hat eine tolle Karriere hingelegt, Stöger und Kohler auf Trainerbank als Trainer sitzt bei den BVB Allstars Jürgen Klopp unter dem Weidenfeller 2 Meisterschaften, einen Pokalsieg und den Einzug ins Champions League Finale 2013 feierte, auf der Bank. Roman und Friends werden von Weidenfellers letztem BVB-Coach Peter Stöger betreut. Weidenfeller hängt als 4. Spieler aus Deutschlands Weltmeisterkader von 2014 die Fußballschuhe an den Nagel. Vor Weidenfeller, der vor 4 Jahren in Brasilien als Ersatz für Manuel Neuer ohne Einsatz geblieben war, beendeten aus dem damaligen Spielerkreis auch schon WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, Mertesacker und der frühere Kapitän Philipp Lahm ihre Laufbahnen. Von Sportinformationsdienst Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.